Nervioso. Revelio. Professor Weasley? Irgendwo, wo uns keiner sieht. Verzeihung, der Schulleiter hielt mich an und... bei Merlins Bart. Sie haben keine Zeit vergeudet. Gut gemacht. Wollen wir? Nach Ihnen, Professor. Was ist das hier? Dies hier ist der Raum der Wünsche. Er erscheint nur, wenn man ihn auch wirklich braucht. Normalerweise stößt ein Schüler rein zufällig auf diesen Raum. Wenn überhaupt. Ich wollte Sie nur darauf hinweisen, wie Sie ihn finden. Indem Sie sich an dieser Wand auf Ihren Wunsch konzentrieren. Aber Sie haben den Raum schon selbst gefunden. Während ich hier bin, sollten wir also den Moment nutzen. Also, wo ist Deke? Er muss vorbeigeschlichen und vorgegangen sein. Deke, Professor? Der Hauself, mit dem ich an Ihrem ersten Tag in meiner Klasse sprach. Er könnte Ihnen doch mit dem Raum helfen, sobald Sie ihn finden. Auf keinen Fall klettere ich über diesen Krempel. Damit bietet sich die perfekte Gelegenheit, Sie Ivanesco zu lehren, den Verschwindezauber. Mit Ivanesco kann man bestimmte Dinge verschwinden lassen, wie diese Stühle und andere Dinge hier im Raum. Sie sollten zuerst mit dem Zauberstab üben. Danach können Sie sich die Stühle vornehmen. Wunderbar. Nun zaubern Sie bitte Ivanesco auf diese Stühle. Ausgezeichnet. Wie Sie sehen, verfügen Sie nun über Mondstein. Dessen Verwendung besprechen wir später. Nun weiter. Wo in Merlins Namen steckt dieser Elf? Ist das... Herrje, meine alte Schultasche. Ich habe mich immer gewundert, wo sie hin ist. Dabei war sie die ganze Zeit hier. Ich sehe sie mir nur kurz an. Warum schauen Sie sich nicht ein bisschen um, bis wir Deke finden?
Ja, Professor. Meine Güte, können Sie nicht leiser sein? Einige von uns wollen sich ausruhen. Hoffentlich ist das stabiler, als es aussieht. Haltet den Eindringling auf! Nein, nicht! Das ist nicht hilfreich, du wertloser Haufen Blech! Wie soll sich jemand, der kein Hauself ist, hier zurechtfinden? Revelio. Was war das? Das ist ein goldener Schnatz. Vielleicht sollten Sie Ihren Verstand nutzen und es herausfinden. Ah.
Incendio! Ich hoffe, dieser Hauself kann uns hier finden. Hm? Oh, da sind Sie ja. Warten Sie dort. Die kommt zu Ihnen. Hallo. Ah, Deek. Wir haben dich gesucht. Verzeihung, Professor Weasley. Deek hat sich angeschaut, was seit Deeks letztem Besuch hinzugekommen ist. Ist das die Person? Ja, allerdings. Es ist eine Ehre für Deek. Wir kennen uns seit meiner Zeit als Zweitklässlerin. Wir beide haben den Raum gefunden. Die kennt sie schon. Wir denken, dass ihn der Raum genauso nutzen wird wie mir einst. Deek, wärst du so freundlich? Sehr gern, Professor Weasley. Der Raum der Wünsche ist immer für die Bedürfnisse aller Suchenden ausgestattet. Er ist unauffindbar und erscheint auf keiner Karte. Die meisten finden ihn zufällig. Oder gar nicht. Deek sah, wie Schüler, die ein Fläschchen für Zaubertränke brauchten, in den Raum voller Fläschchen stolperten. Sie haben ihn in seiner Form als Raum der verborgenen Dinge betreten. Ich wünschte mir einen Ort abseits neugieriger Blicke. Genial! Das erklärt es also. Was ich brauche, ist ein Ort, an dem ich ohne Ablenkung Schulaufgaben machen kann. Nun denn, genau damit kann der Raum Ihnen dienen. Und nun konzentrieren Sie sich auf Ihren Wunsch. Schließen Sie Ihre Augen. Stellen Sie sich den Raum genauso vor, wie er sein soll. Der Raum erledigt den Rest.
Sie haben sich wirklich Platz zum Arbeiten verschafft. Ich bin gespannt, was Sie mit diesem Raum anfangen werden. Ah, der Raum der Wünsche hat Ihnen einen Schreibtisch der Beschreibungen bereitgestellt. Damit kann man unbekannte Kleidungsstücke identifizieren. Man sollte immer bedenken, was eine Kleidung für eine Wirkung hat. Sie werden viele Kleidungsstücke finden, die identifiziert werden müssen. Der Tisch wird äußerst hilfreich sein. Der Schreibtisch der Beschreibungen ist sicher praktisch. Ja, ich hoffe, Sie machen ihn sich zunutze. Nun eine kurze Lektion in Sachen Beschwörungen. Der Raum allein bietet vielleicht nicht alles, was Sie brauchen. Beschwören? Ja, das Erschaffen und Herbeirufen von Dingen. Ich zeige es Ihnen. Sehr gut. Wenn Sie komplexere Objekte beschwören, benötigen Sie etwas, das man Zauberkraft nennt. Zauberanweisungen führen die benötigten Zutaten, also Ressourcen, zur Beschwörung eines Gegenstands auf. Sie finden einige für eine Tränkestation und einen Pflanztisch von Wälzer und Schriftrollen in Hogsmeade. Hab ich. Wo finde ich die Ressourcen, die ich brauche? Obwohl Ressourcen wie Mondstein sich zwar im Hochland beschaffen lassen, ist es weitaus sicherer und einfacher, sie zu kaufen. Man erhält sie auch, indem man Objekte aus dem Raum verschwinden lässt, wie die Stühle vorhin. Sie sollten jetzt ausreichend Ressourcen haben. Verstehe. Bekomme ich Ressourcen zurück, wenn ich etwas Beschworenes verschwinden lasse? Allerdings. Gut kombiniert. Warum probieren Sie es nicht einmal? Los, beschwören Sie die Tränkestation und den Pflanztisch. Sie sollten sie ja bereits aus Ihrem Studium von Zauberpflanzen und dem Unterricht zum Brauen von Zaubertränken kennen. Thank you.
Gute Arbeit. Nutzen Sie sie, um Pflanzen zu züchten oder Tränke zu brauen. Vorausgesetzt natürlich, Sie haben Samen oder Zaubertrankzutaten in Hogsmeade oder außerhalb des Schlossgeländes besorgt. Deke wird ihm bei etwaigen Fragen zur Verfügung stehen. Unterschätzen Sie ihn nicht. Kann ich solche Verwandlungszauber auch draußen verwenden? Beschwörungs- und Verschwindezauber sind sonst überall im Schloss verboten. Dafür sorgen bestimmte Zauber. Es wäre ermüdend, all die Fehler in Urteilsvermögen und Anwendung umzukehren. Doch der Raum der Wünsche folgt seinen eigenen Regeln. Können Sie mir mehr über Deke sagen? Er weilt noch länger in Hogwarts als ich und scheint auch den letzten Winkel und jedes Geheimnis zu kennen. Wir entdeckten diesen Raum gemeinsam, als ich noch Schülerin war. Deke hat viel Erfahrung gesammelt, hier in Hogwarts und auch auf seinem vorherigen Posten. Er erzählt Ihnen noch mehr, wenn er fertig ist. Und Sie werden gut beraten, seinem Rat zu folgen, glauben Sie mir. Ich wende mich an Deke, sollte ich etwas benötigen. Danke. Viel Glück. Ich bleibe noch etwas, sollten Sie einen weiteren Verwandlungszauber für den Raum erlernen wollen.